Hallo! Herzlich willkommen! Na, wie geht's? Was macht ihr so? Ist ein bisschen länger her, aber ich weiß nicht. Ist was passiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir wurden hier im Studio eingesperrt seit letztem Mai, sind jetzt wieder da und eben nicht nur ich, sondern auch Markus. Guten Abend, Markus. Es war sehr schön hier. Ich habe das Jahr sehr genossen. Ja, jetzt die Frage, was machen wir? Wir werden jetzt 30 Minuten, wir werden 30 intensive, 30, ja, geradezu besser als Familienzusammenführung seiende Minuten verbringen und darüber reden, was ist eigentlich so passiert, was machen wir so, wie geht's so, na, wie läuft's, was ist mit der Schule, Uni, alles okay, Beruf, na. Dann werden wir Michael Wendler anschauen und zwar da wird es eine Bombshell-Revelation geben und danach werden wir noch ein Quiz spielen und das zwar alles auch noch zusammen mit euch, weil wir haben ja hier einen Chat, der eine unglaubliche Aktualität von, glaube ich, 20 Sekunden Delay hat und mich jetzt schon wahnsinnig macht. Ja, die große Frage ist natürlich, wir alle haben mitbekommen, ich heute Morgen, es geht weiter. Große Freude, große Überraschung und natürlich haben wir uns gefragt, wird es so werden wie bisher? Eher nicht. Guten Abend. Ja, denn wir waren bei Funk, über 1600 Folgen wurden hergestellt, sind nun mit 3 LKWs im Streik stecken geblieben auf dem Weg in das Haus der deutschen Geschichte, wo sie als schlechtes Beispiel dienen werden. Und jetzt haben wir uns gedacht, die Deko, das ist ja alles noch hier, das haben wir ja alles noch. Das Studio hat zeitweise versucht, bei HSE zu arbeiten, hat dann aber gelacht, als die Produkte vorgestellt wurden, ist jetzt wieder zurück und das Equipment ist ja auch noch da und Markus ist da. Und 2, 3 Apple-Laptops, ja. Echte Apple-Laptops sind auch... Was wir jetzt auch sagen können. Ja, und da haben wir gedacht, naja, wir haben ja eh Zeit, was soll ich denn am Abend machen? Da können wir zusammen, wir drei, also du, ich, Markus, da können wir doch die Zeit verbringen. Und Markus, was haben wir geplant? Genau, wir haben natürlich uns überlegen müssen, wie machen wir jetzt weiter, wie machen wir was Neues? Und ich hatte ganz oft bei dem Daily das Gefühl, dass die Redaktionen am Morgen, die Redaktionskonferenzen am Morgen viel, viel lustiger sind als die Drehbücher, die am Ende rauskommen. Was? Ja, die ich Bitte. Auch, ja, ich habe sie ja geschrieben, ich kann es, glaube ich, sagen. aber morgens, das war immer so ein schönes Gefühl von, du schaust dir jetzt ganz großen Quatsch gemeinsam an und versuchst das irgendwie zu entdecken. Und das ist so ein Gefühl, was wir jetzt versuchen, mit den Livestreams an euch zu übertragen. Ja, es ist praktisch sozusagen eigentlich ein netter Abend, ein gemeinsames Nachschauen. Und der große Vorteil ist ja, ihr habt ein Leben. Wir nicht. Mhm. Wir sitzen hier eingesperrt den ganzen Tag, müssen wir Sachen im Internet anschauen, irgendwelche obskuren TikToker verstehen. Mein Gott, wer zum Teufel ist in einem Zuckerpuppe? Keine Ahnung. Aber heute Abend hält irgend so eine scheiß Rolex in die Kamera. Geil! Auf jeden Fall haben wir sozusagen einen Überblick. Und da gibt es so 2, 3 Sachen, die wir dann immer toll finden an einem Tag. Und gedacht, hey, warum stellen wir nicht euch die vor, damit ihr up to date seid, damit ihr morgen... Auf dem Schulhof, auf dem Arbeitsamt. Also wenn ihr im Park nackt rumlauft. Keine Ahnung, wie ihr Leuten sagen könnt, hey, wusstet ihr, gestern, der Wendler hat Folgendes gesagt. Ja, damit ist es, glaube ich, ganz gut erklärt, oder? Eigentlich schon. Wenn ihr jetzt noch irgendwie was uns reinschreiben wollt in den Chat, macht das gerne. Wir werden das immer wieder aufgreifen. Und ansonsten, der Wendler wartet auch auf euch. Ja. Ne? Also, wir können. Ja, aber wir sollten natürlich noch mal ganz kurz sagen, das Ganze hier ist natürlich ist hier Work in Progress. Ne? Also ja. Normalerweise im Fernsehen ist es so, da gibt es irgendwie... 15 Monate, wo eine Sendung vorbereitet wird, dann wird es 14 Piloten gemacht, dann gibt es 48 Intendanten, die eine Meinung dazu haben. Und dann kommt am Ende etwas auf den Bildschirm, was trotzdem scheiße ist. Aber viele haben drüber geredet. Wir haben gedacht, wir machen das jetzt halt hier so Work in Progress. So ein bisschen, das kennt man aus der Premium-Gastronomie, es ist so ein Soft-Opening. Also sozusagen, bevor das Restaurant wirklich aufmacht und dann irgendwelche Influencer-Nasen sich reinsetzen, 4 Kübel Moët Chandon saufen, ein unscharfes Foto machen und es umsonst haben wollen. Davor sagt das Restaurant, okay, wir machen jetzt erstmal auf, wir sind zwar noch nicht fertig, aber man kann schon reingehen und was essen. Da sitzt man da, isst was, an einem werden die Toiletten vorbeigetragen, der Orderman vom Kellner brennt und die Kabel aus der Decke hängen runter in die Spaghetti und die Typen wollen trotzdem 40 Euro. Und genau das machen wir jetzt. Ja, es ist ungelogen mein Ziel, dass das heute die schlechteste Sendung wird, die wir in diesem Format je machen. Und ihr seid dabei. Juhu! Historisch. Ein historischer Moment. Und wir müssen natürlich auch nochmal darauf hinweisen, aus rechtlichen Gründen. Wenn ich richtig informiert bin, ist dies nun kein Angebot von Funk oder der ARD. Mhm. Möglicherweise ist dieser Kanal noch in einem Netzwerk drinnen. Dies wird aber in Kürze durch das Umlegen eines sehr großen Hebels in Baden-Baden behoben. Das heißt, jetzt, wenn euch etwas nicht gefällt oder ihr es etwas scheiße findet und sagt, huh, was soll denn das, warum ist denn dem in einem Livestream das rausgerutscht, warum hat er sich das nicht überlegt,
Dann bitte an die Tasse schreiben. Senior, Senior Mark ist nun unser rechtlicher Ansprechpartner und nicht mehr der Intendant der ARD. So. Ja, und offenbar, euch brennt nichts unter den Fingernägeln. Ich glaube, ich hätte einfach mal Bock, euch zu erzählen und vor allem dir zu erzählen, was denn mit dem Wendler los war. Oh ja. Denn, der Wendler hat groß angekündigt, es gibt ein Comeback. Jetzt nicht mehr mit Verschwörungstheorien, hier so von wegen, keine Ahnung, die Flutkatastrophe im Ahrtal war eine Wetterwaffe und im September sind alle Geimpften tot, sondern wieder mit Musik. Und er nennt das Ganze die Rückkehr des Königs. Und laut eigener Aussage in diesem Video ist das folgendermaßen. Jetzt kommt dann schon das neue Album und dann, wie gesagt, das ist nicht mehr aufzuhalten. Das geht. Es ist nicht mehr aufzuhalten, Philipp. Das neue Album? Alles. Die Wendlerwelle rollt wieder voll auf uns zu, weil das Wendlerkind ist mittlerweile 6 Monate alt, muss man dazu sagen. Und was macht man mit einem... Halt. Ja. Wie heißt das Wendlerkind? Rome Aston. Also Rom. Wie das im Englischen. Rome Aston. Rom, ja. Und Aston wie das Auto, Aston Martin. Rome Aston. Die haben es wahrscheinlich nach dem Auto benannt, oder? Ja, 100 pro. Wie krass ist das denn? Ja. Boah, was für eine Gabi Gucci. Ja, genau, es passt schon zu dieser Gucci-Ausstattung, die Laura Müller dann oft gezeigt hat. Wie geht's dir eigentlich? Hat man da irgendwas erfahren? Nein. Das weiß ich nicht. Auf OnlyFans habe ich keinen Zugriff und auf Instagram kommt nichts mehr. Also sie ist komplett in diese Bezahlkanäle abgewandert. Sie machen ja auch einen Podcast und es kommt eine Folge pro Monat, 45 Minuten. Und für den zahlt man auch 29 Euro. Du zahlst 29 Euro für Laura Wendlers OnlyFans und dann musst du noch einzelne Beiträge freischalten und so weiter. Es ist sehr kostspielig. Oh. Ich kann mir das nicht leisten ohne Funkkohle. Ja, okay, dann sei es dahingestellt. Wir werden natürlich Laura per se weiter beobachten, aber natürlich viel interessanter ist, bei auf 1 war Michael Wendler und hat eben die Rückkehr des Königs angekündigt. Ja, überall. In musikalischer Form. Ja, er hat Konzerte am Start. Im Mai finden Konzerte statt. Ihr könnt zu Michael Wendler hingehen in der Schweiz oder in Österreich, in Innsbruck. Nein. Ihr könnt euch, Wo in Innsbruck? Wir können hier mal auf meinen Bildschirm gehen. Hast du das gefunden? Kongresssaal Dogana. Saal Dogana. Dogana Massa Huna. Dogana Massa Huna. Wie geht's ihm eigentlich? Siebenstimmig, weiß ich nicht. Ah. Auf jeden Fall. Aha. Dann lass uns doch mal nicht Bestplatzbuchung, da wird man immer verarscht. Lass uns mal Saalplanbuchung anschauen. Suche dir deinen Platz selbst aus. Aha, hier. Ja. Oh. Also, die Stehplätze sind wahrscheinlich weiter hinten und in der Row Zero kannst du ein Meet and Greet haben. Ein Meet and Greet mit dem Wendler? Das ist ja grandios. Können wir da El Hotzo hinschicken? Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel kostet denn sowas? Wer möchte denn alles mit vom Chat? Wir können ja zusammenlegen und eine Person zum Wendler nach Innsbruck schicken. Ja. Wann ist das in Innsbruck? Das muss jetzt... 10. Mai ist das, glaube ich. Und in der Schweiz am 4. Mai. Keine Ahnung, warum ich das sage und diese Sache promote. Aber ich darf es jetzt. Kauft mehr Tickets. Ja. Ist das Eventim? Ich kann das nicht erkennen. Doch, Eventim, ja. Ja, 203 Euro, um dem Wendler mal in die Meinung zu sagen. Oh. Die Meinung zu Meet and Greeten. Entschuldigung. Und, das wäre schon lustig, wenn da nur Leute drin sind und jeder, er so, grüß Gott, was sagt der Wendler, howdy, und alle so, hey, du blödes Arschloch, und na, wie ist es mit dem Kassett gewesen, du Antisemit. Ja, und ihn auch mit dem echten Namen ansprechen, hey, Michael Skowronek, wie läuft's in Florida? Stimmt, Michael Skowronek. Das wäre sehr spannend, es wäre das Geld vielleicht wert, aber wahrscheinlich fände er es dann auch wieder cool, der Wendler, oder? Ja. Der freut sich doch dann nur über das Geld. Im Endeffekt bist du dann auch schnell rausgeschmissen und das Geld siehst du nie wieder. Ja. Naja. Auf jeden Fall, das steht ihm ins Haus und eigentlich stand ihm auch für 2025 der große Comeback-Versuch in Deutschland ins Haus. Mhm. Und da wollte er in Oberhausen auftreten, aber der Geländeinhaber hat dann gesagt, nee, wir wussten nicht, dass welchen Klapskalli du da genau auftreten lassen möchtest, lieber Manager. Und hat jetzt so einen Rückzug gemacht. Und das hat zu so einem Wendler-Meltdown auf X geführt, nämlich hier Stadt Oberhausen versucht rechtswidrig mein Deutschland-Comeback zu verhindern. Rechtswidrig Comeback verhindern. Erstens, er kann ja überall noch auftreten und zweitens, es gibt keinen Vertrag. Ja.
Also es gibt eine mündliche Abmachung mit einem Zeugen, laut Wendler. Also das ist schon die Maximalversion, dass es das gibt. Ist das eine Straftat? Das ist überhaupt keine Straftat. Das ist doch genauso so ein schwurbelige Ding wie immer mit hier Meinungsfreiheit und funktioniert alles nicht. Nee. Aber der Verein sagt natürlich, okay, das Gelände gehört uns. Ja. Herr Wendler, dann eben doch nicht. Äußern Sie Ihre Meinung bitte weiter draußen. Vielleicht im Essen oder so, keine Ahnung, was da noch so ist. Ja, es gibt ja auch Parkplätze an Autobahnen, ja, wo man seine Meinung äußern kann. Ist ja nicht so, dass man da hilflos ausgeliefert ist. Und das heißt, damit ist auch nichts. Also musikalisch hakt es noch ein bisschen mit der Rückkehr. Ja, da kommen wir noch dazu. Die sind ja alle da, die neuen Platten. Und es ist jetzt schon 3 Singles veröffentlicht oder so. Wie heißt das? Der DJ hat sie angelacht. Das ist die neue Lead-Single. Dann die zweite Single aus meinem Gedächtnis ist Ach, was bin ich für ein Idiot gewesen? Mhm. So ungefähr. Und dann kommt noch irgendwie was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, mit diesen Sachen wollte er halt die Rückkehr des Königs feiern und hat da Promotion gemacht eben und hat auch angekündigt, es gab ein großes TV-Comeback in Deutschland. Oh. Also der erste Wendler-Auftritt im deutschen Fernsehen seit DSDS. Okay, ja, genau, da muss man einmal kurz zusammenfassen. Also Wendlers Geschichte war ja, er war bei DSDS, dann ist er durch seine Aussagen aufgefallen, dann wurde er dort herausgeschnitten, herausgepixelt. Dann war lange nichts und dann hat RTL 2 gedacht, hey, wir machen mit Wendler, wenn sie das Kind bekommen, also Laura und Wendler, eine Sendung. Dann gab es hier riesengroßes Theater in Deutschland und das ist daraus auch nichts geworden. Aber das heißt, jetzt nach DSDS, nach RTL 2, kommt jetzt das riesengroße TV-Comeback. Er hat es auch so angekündigt, oder? Ja, wir können hier noch mal gucken, was er auf Twitter gepostet hat, nämlich Michael Wendler zurück im deutschen Fernsehen. Eigentlich sollte dieses doch niemals mehr passieren. Die Zeiten ändern sich gerade. Nichts kann aufhalten, was kommt. Die Rückkehr des Königs in der WDR-Lokalzeit. Der Nachmittags-Nachrichtenfernsehsendung. Der Wendler plant offenbar sein Comeback in Deutschland. Im nächsten Jahr will Michael Wendler in Oberhausen auftreten, auf einem Gelände des Stadtsportbundes. Und es ist nicht irgendwie nochmal irgendwas Geiles, Absage, sondern es ist einfach nur ein Bericht über den Knatsch, den er mit der Stadt Oberhausen hat. Und er kommt auch nur ganz kurz irgendwie zu Wort am Ende. Können wir mal kurz reinhören? Muss man mal ganz klar sagen. Aber auch einiges nicht. Einiges war auch spekulativ. Das war zu früh. Und das ist natürlich was. Gegen einen Konzertvertrag entschieden. Die Gründe bleiben offen. Wie steht er heute dazu? Die Lokalzeit erreicht den Sänger in Florida. Naja, das war ja eine ganz furchtbare Zeit. Wir wussten ja alle nicht, was passiert. Und da gab es natürlich auch sehr viele Spekulationen, auch von mir. Viele Dinge, die ich gesagt habe, vor die ich gewarnt habe, sind ja auch eingetreten oder eingetroffen. Muss man mal ganz. Ja, dann müsste ich noch einmal ganz kurz zwischenhaken. Nenn eine, die eingetroffen ist. Eine Sache, die eingetroffen ist, die Wendler. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, dass er Laura halt tolle Sachen geschenkt hat, aber das waren doch auch irgendwie nur so Leasing-Dinger und die wieder zurückgegeben wurden in diesem Kalender. Vermutung? Keine rechtliche Aussage, sonst bitte Senior Mark nimmt gerne die Klage entgegen. Was hat er denn gesagt? Er hat Dr. Coldwell geteilt mit, genau, im September sind wir alle tot. Im September sind wir alle tot. Er hat gesagt, dass diese Corona-Maßnahmen, die Pandemie, nicht zurückgenommen werden. Und er hat halt gesagt, dass diese Sache im Ahrtal eben eine Wetterwaffe gewesen war, die Flutkatastrophe. Und, keine Ahnung, Impfen macht frei, hat er mal geteilt und so Sachen. Und ganz lustig natürlich, auch nicht eingetreten ist hier seine große Ansage im Kompaktmagazin. Wenn wir die nochmal zeigen könnten. Ich stelle die Musik zurück, bis die mächtigen Verbrecher hinter Gittern sitzen. Naja, vielleicht nächstes Mal. Und jetzt ist die Musik wieder da. Ja, und die mächtigen Verbrecher offenbar hinter Gittern. Das ist doch schön. Das ist doch nett. Das ist doch die Konsequenz daraus. Ja. Sollen wir nochmal das Album genau anschauen? Von ja, gerne. Weil, da darf ich jetzt hier kurz meinen, ich habe natürlich heute meinen Vormittag mit sinnvollen Sachen verbracht und dann natürlich nochmal recherchiert, weil ich habe gesehen, das Album ist von AP Music oder AP Music und natürlich, er hat nämlich in dem Interview mit Auf 1 gesagt, hey, ich habe ein Schweizer Label gefunden, die machen das. Und dann natürlich jetzt hier großes Rätselraten, was ist denn das für ein Label? Wen gibt's da? Wer macht das? Wen haben die noch? Was ist da im Laufen? Also, nämlich erstmal nachgeschaut, rumgegoogelt, AP Music, da findest du nichts. Und man sieht, dass Leute danach suchen. Die suchen dann auch nach AP Music Schweiz und so weiter. Und dann habe ich noch den Labelcode rausgefunden oder versucht, den Labelcode rauszufinden. Das ist das, wie diese Sachen immer notiert sind. Und das hat alles nicht funktioniert. So, dann habe ich gedacht, schaue ich mir jetzt mal das Album wirklich nochmal genau an. Also physisch die CD. Und hier ist es. Ihr seht das hier. Hier haben wir einmal... Ah, cool aber auch. Ziemlich geil.
mit der mattschwarzen Gitarre. Ja. Und einzig bei Amazon, sonst habe ich das nirgendwo gefunden. Hier ist die Rückseite. Ich versuche mal größer zu machen. Wow, ich bin ein Bildmischer. Bist du nicht, du hast dich verzoomt. Ich habe mich verzoomt. Ja, du musst weiter nach rechts zoomen. So, haben wir jetzt hier mal die Titel von ihm. Also alle sieben aufgebraucht. Ich denke, da geht es um Leben und so weiter. Ausreden. Hey, was soll's? So die Sache, ich habe KZ gesagt. Hey, was soll's? Ja. Der DJ hat dich angelacht. Ja gut, das ist ein Lied für Laura Müller. Dann höllisch gut. Ein gekonntes Spiel mit dem eigenen Image, würde ich sagen. Ja. Egal, was die anderen sagen, da wird es dann schon klarer. Also egal, ob andere sagen, hey, das war antisemitisch, was du gesagt hast. Ja, egal. Es kostet nichts. Das interessiert, das weiß ich nicht, wie das autobiografisch, weil er sagt ja, das sind ja alles schlaue Texte, die sich auf ihn beziehen. Das sind große Worte für jemanden, der einen 30-Euro-Podcast hat. Für eine Folge pro Monat. Nur eine Sekunde. Ich denke, das ist so lange, denkt danach, bis er was sagt. Nord-Nordwest. Nee, ohne Seife waschen. Das Nord-Nordwest ist ja dann Alaska. Ich hätte eher gedacht, dass er zu ihr, vielleicht habe ich jetzt hier gerade Hitlergruß, hoppala. Passiert es live. Eva Herrmann fährt, aber die sitzt ja in Dings. Stimmt, egal. Das wäre Nord-Nordost. Dann hier. Niemand ist perfekt. Oh. Philipp, warum kannst du deinen Computer nicht bedienen? Dann haben wir, was für ein Idiot. Das natürlich, da kann jeder bitte selber Witze machen, wurden alle schon tausendmal köstlich gemacht. Bei Ex, man lachte und hat sich gefreut und dann auf das nächste Opfer gestürzt. Schreib sie in den Chat. Dann, du siegst ja sowieso. Das ist interessant, weil ich dann nicht genau weiß, an wen er sich da richtet. Aber ich denke, das wird so ein Liebesding sein. Verpennt dich zu vergessen. Das ist vielleicht irgendwie so Richtung Xavier Naidoo. Verpennt dich zu vergessen. Verpennt dich zu vergessen? Gut, wissen wir nicht. Schnee im Juni. Nun, haha, Künstler. Bumm, da haben wir diesen Witz gemacht. Und, Das kolumbianische Tafelsalz, wenn ihr versteht. Ja, verstehen wir das? Nein. Hätte mich auch gewundert bei unserem Bundesfinanzminister. Hohoho, politisches Kabarett. Das machen wir jetzt auch. Ne? Wisst ihr, warum wir so lange weg waren? Weil wir mit der Bahn gefahren sind. Erklär, warum. So. Toll. Und jetzt, wo war ich stehen geblieben? Ich habe mich ein bisschen verrannt mit diesen Titeln hier, weil das Spannende ist, so, wo alle AP Music gegoogelt haben, da unten steht es nämlich jetzt, 2024 Alternative Partners AG Schweiz. Und dann eine Cape Music, das wissen wir, die ist vom Wendler, die Musik. Dann, also Wendler hat es geschrieben, irgendjemand, Jack Price hat es bearbeitet, produziert das Cape Music. Also es haben zwei Leute gemacht, dieses Album. Und eine durchgeknallte MIDI-Orgel offensichtlich. Also jetzt, Alternative Partners AG Schweiz. Weil alle sich immer gefragt haben, wie heißt das Label vom Wendler. Und wenn du jetzt alternativepartners.ch eingibst, dann kommst du nämlich nicht auf eine Labelseite oder auf irgendetwas, wo die anderen Anfänger alle rumgesucht haben, sondern dann kommst du auf das Matterhorn. Auf das Matterhorn? Wusstest du, im Matterhorn Hitler ist? Da gibt es so Bilder unterhalb. Moment mal, im Matterhorn ist Hitler. Na, also von den Farben her, da gibt es irgendwie so Fotos, wo das so eingezeichnet ist. Also so Tricks. Ja. Das nur nebenbei. Wie lange hat das jetzt gebraucht, bis wir Hitler erwähnt haben? Es ist 17.18 Uhr. 17.00 minus 17.18 18 Sekunden. Nach 18 Minuten. Ja, wer hatte 18 Minuten im Chat? Wer hatte das? Wer kriegt die Kohle? Wer hat Bingo? So. Und dann denken wir jetzt erstmal, okay, schauen wir auf die Seite. Was sind denn das für Leute, die Musik machen? Das ist eigentlich, das klingt eher nach einem Anlageberater, denn Alternative Partners ist an independent privately owned investment advisory company. Die Sachen machen also, Leute sagen, ich habe zu viel Geld. Was mache ich damit? Dann geht man zum Beispiel zu Alternative Partners und die sagen, okay, wir können dir helfen. Da gibt es ganz viele, die so etwas machen. Aber Alternative Partners hat nämlich eine schlaue Idee. Und das sagt sie nämlich hier bei Why Alternative Partners. Also bisher haben die Leute ja hier sowas in Real Estate, in Private Equity, in Private Debt investiert. Also die ganz klassischen Sachen. Also in Immobilien, in Grundstücke, in Beteiligung an Private Equity, an wenn sie irgendwelche Startups Geld leihen und so weiter. Blablabla. Die hier haben aber einen besseren Markt gefunden, um Geld zu machen. Und zwar sind es Royalties, Litigation, Financing and Infrastructure. Und da wird es nämlich interessant. Das heißt Royalties. Also Royalties sind das, was man mit Musik verdient. Das heißt, die sagen,
oh, wenn man jetzt im Wendler Geld investiert, dann kriegen wir da wahrscheinlich viel mehr zurück. Also lasst uns zu unseren Investoren gehen, die Geld haben und sagen, hey, ihr müsst mal in den Wendler investieren, dann bekommt ihr wahrscheinlich Geld zurück. Also super spannend. Nebenbei machen sie noch so irgendwas Litigation Financing, das ist, wenn es um Rechtsstreitigkeiten, also wo sie dann auch wahrscheinlich sagen, okay, dieser Typ hat kein Geld, aber den Prozess, den er führt, den könnte er gewinnen und ziemlich viel Geld bekommen, also zahlen wir es ihm und dann muss er uns ordentlich mit Prozenten zurückzahlen. Spannend. Und wenn man nämlich dann oben auf sozusagen ihre Investmentperlen schaut, zum einen empfehlen sie, in Whisky zu investieren, was ich jetzt durchaus verstehen kann, aber selber bester Kunde dann ist doof. Ja, ja, man kennt doch dieses lustige, in Holz gebrannte Sprüchlein, investiere dein Geld in Alkohol, wo sonst kriegst du 60%, das in so vielen Kneipen hier in Deutschland weit hängt. Deutschland. So, und dann oben haben sie aber jetzt auch den Reiter Musik und da finde ich, wird es auch sehr spannend. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet und ich möchte auch keinen von diesen Künstlern in die Nähe vom Wendler rücken oder sonst irgendwas, aber hier sind Albanian Artists zu sehen, hier ist jemand, der die Spice Girls produziert hat. Hier ist jemand, der mit Andy Borg zu tun hat. Das finde ich ganz spannend. Hans Gehrig. Ist Hans Gehrig der richtige Name von Andy Borg? Nein, der ist Adolf Borg. Was super lustig ist. Mega Fun Fact. Ich muss das nochmal. Boah, bevor ich jetzt. Muss ich hier Sachen. Andy Borg, bevor ich das hier öffentlich sage. Ich habe es ja bereits gesagt. Bevor wir es nochmal öffentlich sagen. Ja, Adolf Andreas Meyer. Ich wusste es doch. Und jetzt sagt man ja, okay, jemand, der Adolf heißt. Das gab's ja früher. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also das passiert ja mal, weil vor 45 musste man ja sein Kind eigentlich Adolf nennen. Ja. Es ging nichts anderes. Und dann saß du in der Falle halt. Ja, genau. So, und dann fragt man sich, wann wurde denn Herr Borg geboren? Oh, 1960! Na ja, dann. Das nur als Funfact am Rande aus der Sache. Und auf jeden Fall, ich weiß nicht, was diese Firma, wie sie genau investiert. Das können wir gemeinsam noch mal rausfinden. Das könnt ihr auch in den Chat schreiben. Aber da tauchen Bilder auf von bekannten deutschen Schlagersängern. Und da ist jetzt wohl der Karat, kennen wir alle von früher, Nina Hagen. Hier mit diesen Brücken. Die Black Furs. Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal rausgefunden, also AP Partners, Alternative Partners hat das Label AP Music, so wie es aussieht. Und anscheinend sind das die, die das Geld in den Wendler investiert haben. Und die investieren nicht selber, sondern nehmen ihr Geld eben von Leuten, die gerne ihr Geld investieren wollen. Eben Family Offices, das ist dann so, hier die Familie von und zu Fickenpups hat zu viel Geld. Und dann gibt es halt das Family Office, also da sitzt dann jemand, der verwaltet das ganze Geld und guckt so, der braucht so viel und wie kann ich den Rest vermehren? Was mache ich denn? Baue ich irgendwie ein paar Häuschen und tue da Leute reinsetzen und so weiter. Das sind dann solche Investoren. Es ist quasi das Wall Street Bets Subreddit für besonders reiche und adlige Menschen. Also anstelle von GameStop-Aktien kaufen die sich so Wendler-Tantiemen oder so. Genau. So, damit haben wir jetzt aber auf jeden Fall mal, finde ich, einen absoluten Beitrag zur Aufklärung geleistet und herausgefunden, wer eigentlich dem Wendler seine Musik macht. Also es gibt nämlich die CD und es gibt auch noch in weißem Vinyl gepresst, das Album. Weißes Vinyl ist wahrscheinlich auch so ein. Ja, statt der weißen Hochzeit jetzt auf RTL. Ja. Aber, noch was. Ich würde gerne zu diesem Auf-1-Interview kommen, wenn du fertig bist. Weil ich habe fertig monologisiert. Ja, Markus, frag mich, ob ich fertig monologisiert habe. Ja. Gut. Ja, das ist schön. Wieder keiner. Aha. Weil der eigentliche Knaller und das eigentlich Aktuelle ist ein Wendler-Interview, das er dem Auf-1 gegeben hat. Das ist ein österreichischer Spaten-Special-Interest-Sender. Und mit Special-Interest sind Verschwörungstheorien gemeint. Und da hat er unter anderem angekündigt, dass er die RTL-Gruppe verklagen möchte. Oder, wie es die Website formuliert, jetzt klage ich die RTL-Gruppe. da frage ich mich, kann der Wendler kein Deutsch oder ist das österreichische Dialekt? Also wie, es geht sich eh alles aus. Ja, es geht sich aus, setz die nieder, scheiß die Wand an. Ahoi! Ahoi! Yay! Tag. Große Seefahrernation. Vielleicht könnt ihr das in den Chat hineinschreiben, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Markus wird jetzt gleich ein bisschen was monologisieren. Ich gucke mal nach, ob jetzt klag ich die RTL-Gruppe, ob das wirklich eine österreichische Ausdruckform ist, ob das im Österreichischen normal ist, dass man zu dumm ist, das fair hinzuschreiben. Oder ob dieser gesamte absolute Dummheitsstrudel sich dort hochgeschaukelt hat, also auf 1 und Wendler und ins Internet geblasen hat. Weil wenn das nicht österreichisch ist, dann sind die mega dumm. Wenn das österreichisch ist, möchte ich mir auch nicht entschuldigen. Aber interessant ist der Inhalt,
Weil der Mann, also Michael Wendler, der spricht immer noch so, als wäre Ausgangssperre und so. Ich könnte mal so ein paar hier Clips präsentieren. Und zwar 28:25 ist der Timecode. Zustände zu lenken, die dazu führen, wie wir es ja jetzt gerade sehen, dass unsere freiheitlichen Grundrechte immer weiter eingeschränkt werden. Und was die Corona-Politik betraf, und vor allen Dingen diese sehr, sehr gefährlichen Injektionen der... Also er fühlt sich immer noch in seinen freiheitlichen Grundrechten jetzt gerade eingeschränkt und spricht noch irgendwie von der Meinungsfreiheit und Plandemie und so weiter, die weiterhin durchgeführt wird, hier bei 2510. Ich schaue noch mal hier, ob ich das... Es sollte wünsche. Niemals ein demokratisches Mittel sein. Sondern ich glaube, die Demokratie lebt von der freien Meinungsäußerung. Nur so kann man Missstände abstellen. Aber das wollen die ja nicht. Diese Pandemie, dieses Geplante, diese Agenda, die soll ja komplett widerstandslos durchgesetzt werden. Und deswegen... Es spricht der Mann, der diese Soße bereits im WDR abgesondert hat, kurz zuvor. Also er sagt sozusagen, er äußert seine Meinung öffentlich und sagt aber, dass er seine Meinung nicht öffentlich äußern darf und dass das sozusagen eine große Gefahr ist. Diesen Wahnsinn, den er hat, das sind für mich grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes. Ja, er hat das halt irgendwie in sich so verwurstet, dass Meinungsfreiheit ist, ich sage etwas und ich muss geil gefunden werden dafür. Mhm. Und das muss recherchiert werden. Und wenn ich irgendwas von der Wetterwaffe fantasiere, dann müssen andere Leute das irgendwie widerlegen. Weil ich habe es ja geschrieben. Ist ja meine Meinung. Ist ja meine Meinung, das mit der Wetterwaffe. Ja. Oder? Und wenn RTL dann nicht das mit der Wetterwaffe veröffentlicht, dann ist das Zensur. Genau. Weil der Wendler hat es ja gesagt. Also ich freue mich zu sehen, dass es ihm weiterhin nicht gut geht, also dass es mental, er weiterhin auf dieser heiteren Einstellung unterwegs ist und das ist ja voll in Ordnung, da freuen wir uns auch drauf und seine Musik ist so, wie sie, wie sie ist. Übrigens noch wegen der Ich klage RTL, Anfrage und Nachgebot, lustig, hat geschrieben, dass das Dialekt ist oder umgangssprachlich. Also es ist jetzt auf jeden Fall kein Schriftdeutsch, aber... mein Gott, das hat man halt, das sagt man da so. Und ich muss sagen, in Bayern sagt man das überhaupt nicht, weil hier gesagt wird, wir sind in München und wir sind sprachlich sehr nah an Österreich, aber nein. Wie sagt ihr in München, wenn ihr die Scheiße aus wem rausklagt? Ja, verklagen halt. Okay. Ja, den klagen in Grund und Boden. Das weißt du, was Lehmann versucht zu machen. Weil jetzt haben sie mir meinen Ausblick zugebaut. Lehmann ist ja gar kein... Das haben wir aber auch verpasst, dieser Jens-Lehmann-Prozess, wo er sich hingestellt hat und gesagt hat, sie machen das so extra hart und extra schlimm gegen mich, weil ich Promi bin. Richtig. Der arme Promi, der mit seinem, mit seinem Porsche keinen Bock hatte, auf 190 Euro Ticket am Flughafen zu zahlen, Parkticket, und sich deswegen hinten ein Auto drangehangen hat und hinter einem durch diese Schranke rausgefahren ist und der Flughafen dann gesagt hat, Moment mal, Jens Lehmann, das war 190 Euro, du fährst jetzt einfach da hinten durch dieses Ding raus. Und auch die Amtsrichterin im Landgericht Starnberg war total angepisst und hat das sich noch merken lassen. Was für ein Affen, 190 Euro. Und ja, wirklich. Ich glaube, der macht das auch nicht wegen den 190 Euro, sondern wegen dem Thrill. Oh ja, das ist so, andere machen so Trainsurfing oder klettern auf Gebäude hoch. Lenz Jemand. Sagen wir Lenz Jemand, da sind wir sicher. Ja, aus rechtlichen Gründen. Lenz Jemand, dieser Affe, wartet dann im Parkhaus, bis irgendjemand rausfährt und dann fährt er mit seinem Porsche hinten durch die Schranke durch. It floats his boat. Andere Person nochmal, Michael Wendler. Der hat auch wieder sehr schöne, ich sag mal, Wendleologismen geschaffen. Also komische Satzkonstruktionen, die, glaube ich, nur in seinem Gehirn Sinn ergeben. Wir schauen mal rein, was er hier meint. Von künstlerischer Freiheit. Und wir reden hier über einen Schlag, entsprechend sich medial sehr, sehr gebrüstet geäußert und diesen bösen Verschwörungstheoretiker Michael Wendler doch nicht haben wollen. Und außerdem sei der Vertrag auch noch nicht unter Dach und Fach gewesen. Aber für mich ist das eine ganz klare Denunzierung von künstlerischer Freiheit. Und wir reden. Denunzierung von künstlerischer Freiheit. Ja. Was sagt denn Dictionary unter Denunzierung-Definition? Ich finde, das wollte ich eigentlich noch vorbereiten, das können wir jetzt gemeinsam alle erarbeiten. Ich will diesen Satz mal hinschreiben.
Denunzierung von künstlerischer Freiheit. So. Ich finde, das muss man sich nämlich jetzt mal... Ist das auch die Schriftart, die du wählen würdest? Ja. Schön brutal. Nee, so schön deutsch mit Serifen dran und so. Serifen. Also Denunzierung, jemanden anklagen, jemanden anschwärzen. Also, dass man ihn nicht mehr auftreten lässt, ist ein Anschwärzen von künstlerischer Freiheit, obwohl er die Sachen, und das betont er immer wieder, ja nicht in seiner Künstlerperson gesagt hat, sondern als Michael Wendler. Ja, aber er kann doch auftreten. Er kann sich ja überall hinstellen. Also er hat ja, die deutsche Regierung sagt ja nicht, Herr Wendler, Musikverbot. Wenn das ja auch schon mal gemacht hat, historisch. Also nicht diese Regierung. Ja, ja, wollte gerade fragen. Und auch nicht dieses Deutschland. Wen hat denn die Ampel verboten? Ja. Wen hat denn die Ampel verboten? Um Gottes Willen. Hot water in the first stream. Ja, also die Denunzierung von künstlerischer Freiheit. Und man denunziert ja auch nur etwas, also man sagt ja, ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Versteht ihr es? Könnt ihr uns helfen? Wir wissen es nicht. Ich schaue mal kurz in den Chat. Oh, Chatrückkopplung. So, nicht in Oberhausen, wie geht's der Safari-Katze? Man sollte offene Aufmerksamkeit zu geben, ja. Bitte nehmt dafür WordArt. Auch eine schlaue Sache. Ja. Comic Sans Supremacy. cool. Endlich eine Supremacy-Bewegung, hinter die ich mich stellen kann. Ja. Comic Sans bis zum Endsieg und so, ne? So, egal. Wir müssen uns entschuldigen, dieser Chat ist unglaublich lahm. Also der Chat ist nicht lahm, sondern ich glaube, wir haben eine Verzögerung von 20 Sekunden, weil wir sitzen hier am Münchner Stadtrand, wo es schön ist, wo die Vögel pfeifen, wo die Starkstromleitung auf die Autobahn fällt. Ja. Und die Internetleitung geht halt da auch lang und teilweise werden, glaube ich, Datenpakete von Eichhörnchen übermittelt. Ja, wir sind Gott sei Dank mit unserem Studio untergekommen in der Müllverbrennungsanlage München Nordwest. Neben ProSieben. Ja, genau. Wir hatten noch einen freien Reaktor und da wurden wir jetzt im letzten Jahr rein versiegelt. Ja, zusammen mit Ralf Siegel. Egal. Ja. Haha, weiter. Genau. Es geht natürlich auch ein bisschen, wenn du bei Auf 1 bist, willst du dich ja gut darstellen und so weiter und so fort. Und gab es nochmal einen Einschub von dem Moderator Stefan Magnet. Der Magnet. Ja, ich weiß nicht. Aber der sagt noch mal, welche Rekorde das neue Album hier gerade bringt. Und positiven Wegen geführt, wie bei vielen Menschen. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Du hast ein neues Label und startest jetzt wieder voll durch. Die neuen Erscheinungen von dir, ich habe mir das angesehen, die letzte Single ist sogar auf Platz 1 in der DJ-Hitparade. Also du bist jetzt wieder voll... Platz 1 in der DJ-Hitparade. Da möchte ich nachfragen. Platz 1, okay, aber in der DJ-Hitparade. Was ist die DJ-Hitparade? Die DJ-Hitparade ist das hier. Das ist eine Webseite. Das ist eine Webseite. DJ-Hitparade.com. Mit ganz vielen, wir verwenden Cookies, akzeptieren, ablehnen, vorlieben. Entschuldigung, war nicht gerade witzig. Und es stimmt, der DJ hat dich angelacht, ist auf Platz 1. Aber es sind halt nicht so richtige Charts. Das sind so Charts, wo DJs quasi zurückreporten und sagen, welche CD sie jetzt am besten fanden diese Woche. Ah, okay. Also wo sonst sozusagen moderne Hightech am Werk ist und ausgelesen wird durch Computer, welche Musik in dem Radio wie lange gespielt wird. Genau. Und es dadurch dann eben Media Control die Sachen ermittelt, haben wir hier... DJs, die sagen, guck mal, ich habe sehr viel Wendler gespielt. Genau, diesen manipulierbaren Quatsch von Media Control mit ich kaufe mir Streams, den hast du hier nicht, weil hier ist alles handverlesen und das sind für mich deswegen die wahren Charts, weil ich mir mit einem Klick auf DJ-Profile auch anzeigen lassen kann, wer die so erstellt. Mit einem Rechtsklick. Das ist sehr, sehr lustig, da siehst du immer die DJ-Profile. Das sind jetzt die DJs. Können wir da ein bisschen durchscrollen? Die sehen ja. Wir können auch mal hier DJ Peter anklicken. Ja, scroll doch erstmal du. Und dann hier... Achso, da steht jetzt dein Lebenslauf. Ah, mit natürlich perfekt programmierten Umlauten. Ja. Aber sein Berufsmotto lautet 24 Stunden am Tag gute Laune und das 7 Tage in der Woche. Also das sind schon passionierte Schlagerfreunde. Ja. Nein, da muss man sich über Schlagerfreunde sollte man sich gar nicht lustig machen. Und, weil jeder möge die Musik hören, die er mag. Und wenn die jetzt alle so aussehen, ob sie in der AfD sind... Dann
können wir auch nichts dafür. Das ist halt, das passiert, wenn man seine Bilder mit alten Digitalkameras noch macht. Ja, ist vielleicht mein Untermittelmann. Ich möchte niemandem das hier unterstellen, in keinster Weise. Aber ich finde, wenn man so durchscrollt und wenn man die Sache nochmal aktualisiert, die Seite, da ist schon ein Muster zu erkennen. Ja, ich glaube, ich habe da jetzt schon sehr oft auf Aktualisieren gedrückt und noch keine Frau gesehen. Schade. Aber das ist ja wie bei uns in der Zuschauerschaft. Ja, bei uns in der Redaktion. Na, ihr 30-jährigen männlichen Zuschauer. Ja. Ihr zu Alten für Funk? Ja, nochmal danke fürs Rausschmeißen. Also nicht Funk, sondern aber ihr auch alten Funk. Säcke. So. Das waren eigentlich schon die Greatest Hits von diesem Auf-1-Ding. Er redet da nochmal irgendwann darüber, über seine geplatzte RTL2-Doku-Soap, was ich sehr, sehr spannend finde, weil er sagt, sie haben sich in einem Vergleich außergerichtlich geeinigt. Das heißt, für diese lustige... Worüber haben sie sich geeinigt? Über die Wendler-Reboot-Comeback-Doku-Soap, die mal letztes Jahr irgendwann angekündigt wurde und wo dann direkt so ein Blowback kam, dass RTL2 gesagt hat, nein, danke. Und da hat er... Wieso, wen hat er denn? Also hat er von RTL 2 Geld bekommen oder was? Weil offenbar hat er dafür Geld bekommen, weil schon ein Vertrag vorher unterzeichnet wurde, bevor sie mit dieser Pressemeldung rausgegangen sind. Das heißt, die haben da richtig in die Scheiße gegriffen, auch finanziell. Nicht nur image-technisch, sondern auch finanziell haben die da richtig in die Scheiße gegriffen. Das heißt, RTL 2 hat scheiß viel Geld dafür bezahlt, dass ihr Image im Arsch ist. Genau, dass die geistens öffentlich gedroht haben, dass sie ihren Sender verlassen und ganz Deutschland nochmal die Greatest Hits von Wendler ihnen so aufs Brot geschmiert hat mit, hey, hier, guck mal, der Impfen macht frei Typ hat jetzt eine Sendung. Ja. Ja, okay, na gut, also das ist ja, man fängt ja auch an als Manager neu und man kann mal neue Sachen probieren und dann, das ist halt so gelaufen. Ne? Da hat der Wendler dann recht bekommen? Wie gesagt, man hat sich verglichen außergerichtlich. Okay. Ich glaube, da spricht man nicht, du hast recht und so weiter, da macht man einen Kompromiss. Wie hat er sich, irgendwie ein Drittel. Wie hat er dann darauf reagiert? Das ist sehr, sehr lustig, weil wir kennen ihn ja für seine, wie sagt man, seine scharfe Kritik am deutschen Staat, aber hören wir uns doch mal an, was er im Hinblick auf dieses Urteil sagt über den deutschen Rechtsstaat. Ist ja ehrverletzend, was da passiert ist. Also ich habe ja auch Anspruch, finanziellen Anspruch auf Schmerzensgeld, denn das kann man ja nicht glauben, dass man das alles so akzeptieren kann. Die denken ja, die können ja machen, was sie wollen mit Menschen. Aber wir leben ja Gott sei Dank noch in einem Rechtsstaat, der ja auch noch funktioniert. Das wissen wir. Das sehen wir ja auch immer wieder. Es gibt ja immer wieder auch juristische Entscheidungen, die Hoffnung bringen und oder Hoffnung machen. Und so glaube ich auch ganz fest daran, dass unsere Demokratie in Deutschland noch lebt. Gut, man muss zumindest die Probe aufs Exempel immer wieder machen. Und es gibt ja immer wieder Ausnahmefälle, dass die Justiz tatsächlich funktioniert. Ich bezeichne es bewusst als Ausnahmefälle, denn in vielen Fällen... Er mag es nicht. Ja, jetzt muss er noch mal darauf hinweisen, Entschuldigung, das war zu ausgewogen. Und warum hat denn Herr Wendler jetzt plötzlich Demokratie gut gefunden? Du hast doch gerade vorher noch vor 10 Monaten gepostet, wir leben hier im KZ. Ja. Da muss man noch mal ein bisschen einordnen und sagen, es ist auch alles ganz schlimm, 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 schlimm. Aber warum hat er das noch mal gut gefunden? Ah ja, weil er hat gewonnen. Stimmt. Die Frage, wie er es findet, wenn er mit dem Steuergedöns vor Gericht steht. Tja. Dann ist natürlich hier die Demokratie am Ende, Zensur, Meinungsfreiheit beendet. Doch, genug gewendelt, wir machen das. Ich liebe dieses Ding, es tut mir leid. Guck mal, ich kann das ohnehin gucken. Kannst du noch mal was drücken? Irgend so ein CBC, was wir machen? Hier ist noch nicht viel drauf. Also das muss noch ausgearbeitet werden. Ich hab noch nicht hier diese ganz großen Sachen. Ich habe hier nur 1, 2, 3, 4, 5. Und wir haben eigentlich alle schon gehört. Okay, dann ist jetzt auch gut, dann haben wir genügend Zeit überbrückt, um jetzt hier wieder auf meinen Laptop zu gehen. Denn wir haben doch noch ein Quiz. Und dieses Quiz habe ich genannt zur glücklichen Staatsanwaltschaft. Oh. Ich habe kurz vergessen, wie benennt man Quizzes und wie benennt man mittelalterliche Schenken. Aber naja, gut. Auf jeden Fall zur glücklichen Staatsanwaltschaft funktioniert so. Es geht um den Überfall auf das grüne Gewölbe in Dresden 2019. Fünf Jahre schon her, Mensch. Großer Juwelenraub, der Berliner Remo-Clan steht unter Verdacht und Teile der Ermittlungen wurden jetzt öffentlich. Genauer gesagt, der Browserverlauf und die Suchanfragen von einem der 7 Hauptverdächtigen, Jihad Remo. Ich habe jetzt 2 auf den nächsten Sheets, 2 Google-Suchanfragen für euch. Eine ist richtig, die andere habe ich mir ausgedacht. Okay. Also eine von diesen beiden Google-Searches, die ihr gleich seht, hat Jihad Remo ungefähr zu der Zeit der Tat getätigt.
Und genau, wo der Originaltext nicht vorlag, habe ich sinngemäß nachformuliert. Verzeiht mir das. Also es ist in der Vorbereitung passiert, oder? Das war jetzt nicht, während Sie im Gewölbe waren, dass Sie da geguckt haben. Um die Tatzeit. Genauer kann man es nicht entnehmen. Okay. Ja. Und das sind die ersten beiden Google-Suchanfragen. Hat Jihad Remo gegoogelt, besten Einbruchsziele für Anfänger oder realistischste Einbrecherfilme Netflix? Ich habe einen harten Verdacht. Ich glaube, es macht jetzt so halb Sinn irgendwie. Ach, das Ossi hat zweitens Antwort C. Also es scheint vielleicht doch schneller zu funktionieren, dieser Chat. Kann jemand, ach, Antwort A, es geht dann doch ein bisschen besser. Was sind das überhaupt, Antwort C und zweitens? Das ist ja vollkommener Schwachsinn. Antwort C ist wirklich ein Schwachsinn. Antwort C ist Tür 3. Entweder ist es absichtlicher Schwachsinn oder jemand muss wieder in die erste Klasse. Ja. Aber hier 2b, ja, also hier kommen sehr viel 2b, das würde ich, ups, da kommen nur 1. 2b? Ja, also b ist wahrscheinlich, also b für unten, Antwort b, ja. Und oben ist 1. Genau. Erstens und dann noch. Ich würde auch sagen, realistische Einbrecherfilme Netflix. Nee, er hat die besten Einbruchsziele für Anfänger gesucht. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja. Das hat man so in seinem Browserverlauf gefunden. Besten Einbruchsziele. Es ist so Stereotyp und ich will es nicht, aber es ist auch grammatikalisch falsch. Das weiß ich nicht, ob ich da vielleicht was Falsches übernommen habe. Okay. Weil, besten gesagt, Einbruchsziele. Ich musste teilweise reformulieren. Aber beste Einbruchsziele für Anfänger, das reicht ja. Es gibt einen Grund, warum dieses Quiz zur glücklichen Staatsanwaltschaft heißt. Wow. Okay. Nächste Runde. Hydraulikspreizer kaufen wo? Oder Autofahrt Berlin-Dresden wie lange? Ah, ich hätte da eine Idee. Ich hatte auch, glaube ich, eine These, wie ich es begründen kann. Aber dann schaut ihr jetzt, ist es Antwort A oder ist es Antwort 2? Es ist Antwort... Römisch 2. Ja, Uno oder Delta? Ist das nicht Beta? Ja, das, ja. Okay. Möchtest du mal deine Begründung oder deine Theorie mit uns teilen? Hier kommt 1, 2, ich habe keine Ahnung. So, meine Theorie ist, und zwar, Hydraulikspreizer, die Hydraulikspreizer haben sie im Feuerwehrauto geklaut. Mhm. Die haben Feuerwehr aufgebrochen und die Hydraulikspreize daraus geholt, die man ja braucht, um bei Autounfällen die Leute zu befreien aus Wracks, aber eben auch um Türchen aufzumachen, ja, wenn sie im Wege stehen. So, und ich glaube, die hätten sie sowieso nie gekauft. Das ist per se in der Szene bekannt, dass man diese Scheißteile halt klaut. Das ist auch viel billiger. So eine blöde Feuerwehr ist nicht gesichert, machst du die Türchen auf, rufst du an, da hinten brennst, dann fahren sie alle raus und dann schleichst du rein und gehst mit dem Hydraulikspreizer weg. Deswegen würde ich eher sagen, Autofahrt Berlin-Dresden, wie lange, weil er das Navi nicht bedienen kann. Ah, es war der Hydraulikspreizer. Was? Ja. Sie haben sich im Vorfeld irgendwie drüber schlau gemacht, wo man Hydraulikspreizer so herbekommt, wie die funktionieren. Also quasi so ein gesamtes Tutorial oder so ein Handbuch gesucht im Internet. Von daher, er wäre sogar ehrlich gewesen und hätte den gekauft. Weil ich das, ehrlich gesagt, finde ich das mega assi, aus dem Feuerwehrauto Sachen rauszuklauen, weil das brauchst du halt für Notfälle. Ja. Also wenn da kein Ding drin ist und da ist jemand eingeklemmt, das ist mega arschig. Aber haben die den dann überhaupt benutzt, die Hydraulikspreizer? Ich dachte, die haben damit so Äxten. Ja, die Vitrinen. Aber um es außen, ging um die Gitter. Um außen reinzukommen, brauchst du einen Hydraulikspreizer. Ja. Das nur so als Erklärung, falls ihr auch mal googeln wollt, wie man einbricht. Hydraulikspreizer nicht vergessen. Das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps. Da kann man eine Google-Recherche schon mal mit anfangen. Ja. Noch eins. Was hat Jihad Remo gegoogelt? Panzerglas Fun Facts oder woran erkennen Einbrecher, wo hohe Beute zu holen ist? Da wollen wir auch einmal kurz dem Chat ein bisschen Zeit geben, nachzudenken. Warum, wenn ich Panzerglas Fun Facts google, sucht er hier nach Job-Websites raus? Ah, vielleicht wegen Carglass? Vielleicht, ja. Carglass repariert. Also ein letzter Versuch, die Kriminalität zu vereiteln. Ja. Hast du schon eine Theorie? Ich habe keine Theorie. Ich meine, woran erkennt Einbrecher, wo er Beute zu holen ist? Das finde ich eigentlich schon spannend, weil das so unbeholfen deskriptiv ist. Es ist nicht so eine Ebene weitergedacht, sondern es ist einfach 100% plump in die Fresse. Und vor allem offenbar, wenn man das googelt, kommt grünes Gewölbe Dresden. Ernsthaft? Nein, keine Ahnung, aber sie haben ja dann im grünen Gewölbe zugeschlagen. Also ich würde tatsächlich auch sagen, dass das untere ist. Ja. Ist es? Das ist korrekt. Woran erkennen Einbrecher, wo er Beute zu holen ist? Das ist lustig, dass er so ganze... Das ist ein super Einblick, finde ich, küchenpsychologisch ist er super dankbar, dass er so lange ganze Sätze schreibt und so weiter. Wie gesagt, es muss nicht 1:1 diese Formulierung sein. Ich habe das teilweise aus dem Artikel auf T-Online rauskopiert. Okay.
Falls die da schon umformuliert haben, Hände in Unschuld. Eins habe ich, glaube ich, noch. Eins gibt es auch. Strafverteidiger jetzt oder Goldpreis aktuell? Zweites. Ja, ist aber super lustig, oder? Du hast so den Wagen voll mit irgendwelchen Juwelen. Und was machst du auf der Autobahn? Goldpreis aktuell. Und er hat auch gegoogelt, wie man Gold sauber macht, mit Haushaltsmitteln und so. Ach, schön. Ja, ja. Das ist doch schade. Da sagt noch mal einer, das wäre zu nichts gut. Ja. Ja. Also, das war's. Das war unser tolles Quiz zur glücklichen Staatsanwaltschaft. Cool. Das habe ich, glaube ich, halbwert verloren, halbwert gewonnen. Ja. Keine Ahnung. Sagen wir 2-2. 2-2. Ein salomonisches, ein salmonellisches Urteil, wie wir aus der Gastronomie sagen. Und im Chat wird noch weiter herzlich geraten. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, tatsächlich, dass dies nun die erste Version von Valulis Live war. Mhm. Keine Ahnung. Also es ist, im Moment fühlt es sich für mich noch an wie ein, es ist ein Podcast mit Bild. Genau. Und für die Leute, die das jetzt hier auch verpassen und sich das eher so gerne podcastig anhören, wir veröffentlichen das natürlich als Video on Demand auf unserem Channel. Das heißt, wenn ihr nicht irgendwie immer 17 Uhr zu Hause seid, dann könnt ihr es nachschauen, wann auch immer ihr euer Essen macht. Cool, wir werden überlegen, was da jetzt cool drin war, was nicht. Wir werden eure Kommentare durchlesen, weil ich hatte natürlich keine Zeit, in den Chat hineinzuschauen. Aber stimmt, wir werden das natürlich morgen alles detailliert auswerten. Und sind wir morgen dann auch wieder zu sehen, um es weiter auszuprobieren? Donnerstag. Ach, Donnerstag sind wir wieder für euch da, 17 Uhr, mit neuen Themen. Cool. Bis dann. Tschüss. Au. Viel zu eng.